Wir wollen Cyberpunk! Cyberpunk! Guten Morgen, ihr Lieben! Diese Woche wird so eine Art Daily Vlog, weil heute sind Jenny und ich auf der Gamescom und am Wochenende sind wir auf der German CastleCon und da werde ich euch sehr wahrscheinlich auch mitnehmen. Deswegen wird die Woche sehr lustig, aber sehr voll, sehr kostümig. Heute sind wir hauptsächlich für Nerdizismus auf der Gamescom, weil wir um 15 Uhr mit Fairy Blossom, der wunderbaren Cosplayerin Jasmin, einen Podcast aufnehmen für unsere Show. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg und wir checken mal die Hallen ab. Ich bin nämlich gespannt, was es alles so Neues gibt. Und wir sehen uns auf der Gamescom gleich. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Gamescom angekommen. Und ich fühle mich heute so ultra süß mit meinen Sommersprossen. Wir gehen jetzt Dirk suchen und Lars. Oh mein Gott, die ganzen Menschen dürfen gerade rein. Okay, wir gehen jetzt zum Cyberpunk-Stand und dann schauen wir mal. Der Presseraum ist auf jeden Fall sehr ernüchternd. Ja. Da gab es quasi nichts. Das sind wir Besseres geboten. Ja. Und mussten gerade erstmal aufs Klo. Es gab dann wieder ein großes Umziehmanöver. Ja, und jetzt zeige ich euch noch die Menschenmassen. Hilfe! Es hat geklappt. Aber jetzt habt ihr auch dumme Hüte. Ich bin auch so eine. Voll geil. Hammer. 80er Jahresstyle. Voll geil. Das war so krass! Ich bin total durchgeschüttelt, aber es war so bequem. Man sitzt einfach, der Wind in den Haaren und dann unglaublich. Kostet doch nur 50.000 Euro. Wir stehen jetzt das erste Mal wirklich für was an und es ist für Eis. Soft-Eis. Ja, bei Netflix gibt es nämlich Eis. Scoop Sahoy, der Star von morgen. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Cyberpunk-Jacke abgestaubt. Oh, nice. Ich hatte mich gestern schon 45 Minuten im Spiel gesehen. Ja, vielleicht gehen wir demnächst doch dienstags. Vollgestopft irgendwie und hat irgendwie gar nicht mal so viel mit Cosplay zu tun, aber wir schauen jetzt gleich mal, was es hier sonst noch so gibt. Wir haben ja noch nicht viel gesehen, vielleicht ist ja andere Menschen mehr. Genau. Moment bei Evolve.
als Sinbad läuft. Mein Gott! Was zur Hölle ist los? Ich reiß den Jan gerade. Und ich wurde gerade schon mit Pommes gefüttert. Nam, 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 nam. Schmeckt's? Wir müssen heiß. Ja. Hallo, liebe Lea. Ich hab dein Video übernommen. Gott, wir werden es ruinieren. Unserem Handkleben. Es ist jetzt unser. Wir gehen jetzt in die Podcast-Box und haben unseren tollen Podcast. Ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft, ob es alles funktioniert und ob wir nachher auch eine Aufnahme kriegen. Ja, ich habe jetzt Jasmin hier und wir nehmen jetzt zusammen den Podcast auf und ich gebe jetzt dir Jenny die Kamera, dann kann sie noch ein bisschen von außen filmen. Podcast von Nerdizismus. Wir sind heute live von der Gamescom dabei und wir freuen uns sehr, dass wir auch mal wieder auf einer Convention einen Podcast aufnehmen. Heute erledigt. Wir haben unseren Podcast gerade mit Jazz aufgenommen und es war ganz wunderbar und ich werde natürlich berichten, sobald der Podcast online ist. Wo ist die Gang? Die Gang noch weg. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen durch die Halle. Essenszeit, Jenny und ich, wir holen jetzt unsere geilen Kornsteaks raus. Die bestehen aus Salami, zwei Schokobrötchen und Möhrchen. Ja, mehr habe ich nicht. Und mehr hat sie nicht, weil der Rest ist noch im Presseraum. Aber der Rest holt sich jetzt was zu essen und jetzt chillen wir erstmal eine Runde. So, jetzt geht's weiter in die Hallen. Wir sind wie so eine Entenbande, die so hintereinander wegläuft. Schon ein bisschen süß. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber wir stehen gerade noch mal für Eis an. Yeah! Eis Power! Yay! Ich muss aufnehmen, dass er es sehr, sehr gut liegt auf dem Ja, das... Ich war nicht, er war. Warte, nee, Herr Lars, Herr Lars, wie war das auf der Toilette? Was, warum? Lars hat gerade gesagt, sehr lecker als Antwort. ja, wir waren auch wieder auf den Toiletten. Das waren ja die krassen CCXP-Toiletten mit Blümchen, Leute. Blümchen, Gänseblümchen. Lars schämt sich. Wir sitzen jetzt hier und wissen nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob ihr mich anfangen. Noch eine Minute, genau, dann geht's eine los. Minute müssen wir noch auf was warten. Wir wissen nicht, auf was. Und uns wurden für diese Halle extra Tickets gegeben. Es ist total seltsam und wir wollen einfach nur wissen, was hier abgeht. Das ist ein Handyspiel. Das Grauen erwartet uns in 30 Sekunden. Nach 8 Sekunden, Leute. 3, 2, 1. Vor allem steht da auch schon so ein Moderator bereit. Ja, da auf der Bühne. Oh mein Gott. Das ist die Moderation seines Lebens. So gut sitzt du auf der Bühne. So, wir haben jetzt hier kostenlos Wasser bekommen und da stoßen wir jetzt alle an. Wir haben gerade Just Dance gespielt, das Pac-Man Dance. War sehr lustig, wir haben uns auch noch minimal blamiert. Wir haben jetzt die Gruppe verabschiedet und jetzt geht's uns auch nach Hause.
mega Malma. Ja. Ich bin so froh, wenn wir schon. Ja, und aus dem Cosplay raus ist. So. Ich fand es sehr cool. Ich habe es nicht erwartet, dass es so cool ist, auch wenn man so gar keine Ahnung von Gaming und so hat, so wie ich. Also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Der Akku ist gerade mitten, als Jenny erzählt hat, wie es ihr gefallen hat, abgeschmiert. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause, weil, wie gesagt, Kamera-Akku kaputt. Nee, nicht kaputt. Kamera-Akku leer. Mein Akku ist auch schon leer. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt einfach gleich zu Hause sind. Es war halt super voll heute. Und wir waren ja eh nicht da, um irgendwas zu spielen, sondern halt wirklich nur um rumzugucken. Und wie Jenny schon versucht hatte, sagen zu wollen, wir waren eine coole Truppe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die dabei waren. Zum Gucken ist es immer wieder ganz nett. Es lohnt sich aber eigentlich halt auch wirklich nur, wenn man was anspielen möchte. Und da wir das halt nicht wollten, wir waren da hauptsächlich zum Gucken und für unseren Podcast da. Aber es war trotzdem schön. Ja, noch einen Tag würde ich wahrscheinlich auch nicht überleben. Ich habe eben schon gesagt, ein Tag Gamescom heute fühlt sich an wie 5 Tage Gamescom vor 5 Jahren. Ja. Am Wochenende geht's weiter mit der German Castle Con und wir sehen uns in einem nächsten Video. Tschüss. Hier ist gerade Limbo passiert. Aber ich war eine Sekunde zu spät. Jetzt muss der Lars das machen. Und ist bequem? Was war alles drin in deiner Cyberpunk-Box? Nein, das ist eine Jacke. Ach so, eine Jacke. Explosive Presse, geil. Ah, ist doch stark, oder? Ich hab's nicht stark, gesehen. Dark. Was? Dark! Dagobert Dark. Dark, Dark, Dark. Dark, 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 Dark. Na Gott. Doch nicht. Ihr seid gemein. Eine gemeine Horde. Ja. Du hast keiner das Telefon benutzt. Hier hat jemand angerufen. Da ist ein Ventilator drin, das ist die beste Idee ever. Ja, ist voll gut, bleib hier. Okay, do it, girl. Oh, oh, oh. Oh.